Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Heute Express. Zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit fanden die offiziellen Feierlichkeiten in diesem Jahr in Berlin statt. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Wiedervereinigung als Prozess. Es sei ein langer Weg, der immer wieder auffordere, einander zuzuhören. Nur so könne die Einheit gelingen, so Merkel. Das große Bürgerfest endete am späten Abend mit einem Konzert vor dem Brandenburger Tor. Parallel zu den Feierlichkeiten in Berlin haben in München laut Polizei mindestens 21.000 Menschen friedlich gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Unter dem Motto "Jetzt gilt's" gemeinsam gegen die Politik der Angst richtete sich der Protest vor allem gegen die CSU-Parteispitzen Seehofer und Söder sowie gegen das verschärfte Polizeirecht. In Bayern wird in anderthalb Wochen ein neuer Landtag gewählt. Im Fall einer Großoffensive der syrischen Armee auf die Rebellenhochburg Idlib bietet Deutschland humanitäre Hilfe an. Das stellte Außenminister Maas bei einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Pompeo in Washington in Aussicht. Abgelehnt hat Maas ein militärisches Eingreifen der Bundeswehr für den Fall eines Chemiewaffeneinsatzes der Assad-Truppen. Nach den Erdbeben und dem anschließenden Tsunami ist die Zahl der Todesopfer auf der indonesischen Insel Sulawesi auf mehr als 1.400 gestiegen. Das Ausmaß der Katastrophe ist immer noch unklar. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass knapp 200.000 Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Der Astronaut Alexander Gerst hat als erster Deutscher das Kommando auf der Internationalen Raumstation übernommen. Er wolle die ISS als fantastische Plattform für Experimente weiterführen. In einer feierlichen Zeremonie übernahm der 42-Jährige diese Aufgabe von einem US-Kollegen. Gerst hatte im Juni seinen zweiten Einsatz auf der ISS begonnen und wird im Dezember zur Erde zurückkehren. Soweit Heute Express. Auf heute.de haben wir mehr. Machen Sie es gut. Tschüss. Thank you.